Die Katalonienwahl weist keinen Weg aus der Krise. Pro-spanische Parteien bekommen mehr Stimmen, das Wahlrecht verschafft den Separatisten aber die absolute Mehrheit im Parlament. Die liberale Bürgerpartei gewann mit ihrer charismatischen Spitzenkandidatin Inés Arrimadas 37 Sitze und wurde stärkste Fraktion im Regionalparlament. Quelle: Deutsche Presseagentur. Die katalanische Republik hat über die Monarchie gesiegt. Carles Puigdemont, abgesetzter Regierungschef von Katalonien. Die Wähler in Katalonien haben die spanische Zentralregierung abgestraft. Bei der Regionalwahl am Donnerstag gaben sie den katalanischen Nationalisten, die nach der Unabhängigkeitserklärung von Madrid entmachtet worden waren, erneut eine absolute Mehrheit im Parlament. Kataloniens abgesetzter Regierungschef Carles Puigdemont sprach im belgischen Exil von einer Niederlage der spanischen Zentralregierung. Die katalanische Republik hat über die Monarchie gesiegt. Im neuen katalanischen Regionalparlament gehen 70 von 135 Sitzen an jene drei Parteien, die für eine Abspaltung von Spanien eintreten. Bei der letzten Wahl 2015 hatten sie noch zwei Sitze mehr gehabt. Stärkste Kraft im Lager der Separatisten wurde die Partei des von Spanien als Staatsfeind betrachteten Puigdemont mit 34 Sitzen. Völlig unklar ist, wie eine neuerliche Regierungskoalition der Separatisten aussehen könnte. Ihre prominentesten Führer sind entweder im Gefängnis oder wie Puigdemont im Exil. Wahlrecht verschafft Separatisten die absolute Mehrheit. Katalonienwahl: Wir brauchen Kompromisse. Videolänge, 1 Min Datum, 22.12.2017. Die größte Fraktion im Parlament von Barcelona wird künftig aber eine Partei stellen, die für den Verbleib im spanischen Staatsverbund eintritt. Die liberale Bürgerpartei gewann mit ihrer charismatischen Spitzenkandidatin Inés Arrimadas 37 Sitze. Die pro-spanischen Parteien gewannen bei der Wahl mit rund 52% mehr Stimmen als die Unabhängigkeitsbefürworter, die auf knapp 48% kamen. Dass letztere dennoch die absolute Mehrheit im Parlament haben, liegt an Besonderheiten des Wahlrechts, das Stimmen aus ländlichen Regionen stärker gewichtet. Dort haben die Separatisten ihre Hochburg, während in Kataloniens großen Städten die pro-spanischen Parteien siegten. Die Wahlbeteiligung erreichte mit 82% einen Rekord. Die vorläufigen Ergebnisse der Regionalwahl in spanischer Sprache: Puigdemont, Ohrfeige für Rajoy. Puigdemont sprach in Brüssel von einer Ohrfeige für Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy. Der spanische Staat ist geschlagen. Rajoy und seine Verbündeten haben verloren, sagte Puigdemont. Er will sich am Vormittag in Brüssel zu seinen weiteren Plänen äußern. Bei einer Rückkehr nach Spanien droht ihm die Festnahme, da ein Haftbefehl wegen Rebellion und anderer Delikte gegen ihn vorliegt. Die Nationalisten werden nie mehr im Namen von ganz Katalonien sprechen können. Wir sind alle Katalonien. Inés Arrimadas, Spitzenkandidatin der pro-spanischen Partei Ciudadanos, Rajoys konservative Volkspartei, wurde bei der Wahl besonders abgestraft. Sie verlor 8 ihrer 11 Parlamentsmandate. Die siegreiche Spitzenkandidatin der Ciudadanos, Arrimadas, warnte die Separatisten in der Wahlnacht vor neuerlichen Alleingängen. Die Nationalisten werden nie mehr im Namen von ganz Katalonien sprechen können.